Im letzten Video haben wir uns die fünf größten Anlegerfehler angeschaut, wenn es um die Aktienanlage geht. In diesem Video drehen wir den Spieß um und schauen uns die fünf Must-Haves bzw. Must-Dos an, wenn es um euer Aktiendepot geht. Also falls ihr eure Performance massiv steigern wollt, dann bleibt gerne dran. Nach dem Intro geht's schon gleich los. Falls ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr hier nochmal draufklicken, dann kommt ihr zu dem Fehler-Video, ja, zu dem Video mit den fünf größten Anlegerfehlern. Heute schauen wir uns die fünf Must-Dos an, ja, wenn es um die Aktienanlage geht. Fünf Themen, wenn ihr die verfolgt, da kann ich euch versprechen, dass ihr euren Anlageerfolg in eurem Depot massiv erhöhen werdet. Also ein spannendes Thema, deshalb schauen wir uns gleich den ersten Punkt an. Ja, und das ist Fehler oder Regel Nummer 1, kauft nur Qualität. Also kauft nur Unternehmen mit Burggrabenqualitäten, mit stabilen Bilanzen, mit hohen Margen und. Also alles Qualitätsaspekte, die ihr unbedingt vorfinden solltet, wenn ihr in ein Unternehmen investiert. Ja, wie findet man raus, ob ein Unternehmen einen Burggraben hat, beziehungsweise was ist denn eigentlich so ein Burggraben? Von so einem Burggraben, da spricht man, da handelt es sich im Grunde um eine Qualität. Wenn ein Unternehmen beispielsweise eine starke Marke vorweist oder ein extrem starkes Produktionsnetz oder Vertriebsnetz, da spricht man durchaus von einem Burggraben, ja, im Grunde ein Mittel, mit dem man die Konkurrenz auf Abstand halten kann. Und ich habe das Ganze beispielhaft mal gemacht und Gemini von Google gefragt, den KI-Bot, ja, wie sieht es denn bei SAP aus, haben die einen Burggraben? Und mein Handy ist nicht auf lautlos, merke ich gerade. Sehr gut, egal, auf jeden Fall. Gemini habe ich gefragt, ja, wie sieht es denn bei SAP aus? SAP, ein Softwareunternehmen, wer die Aktie oder das Unternehmen nicht kennt, die hatte ich auch mal kurz erwähnt im letzten Video. Und ja, wie gesagt, ich habe Gemini mal gefragt, ja, wie sieht es denn bei SAP mit dem Burggraben aus? Und das zeige ich euch hier mal im Bild. Und tatsächlich, es ist eine relativ brauchbare Antwort bei rausgekommen. Also ich habe hier einfach mal gefragt, aus Investorensicht, verfügt SAP über einen Burggraben? Und da habe ich tatsächlich gute Antworten bekommen. Also beispielsweise hier starkes Markenbewusstsein, etablierte Marktposition, das ist so korrekt, breites Produktportfolio, ja. Und der Hauptfaktor, der meiner Meinung nach dafür spricht, dass SAP hier einen Burggraben hat, das sind eben diese hohen Wechselkosten. Das heißt, es kann sich kaum ein Kunde leisten, hier mal ja, zu sagen, okay, nee, SAP gefällt uns jetzt nicht mehr, wir wechseln zu den Konkurrenten. Denn man muss hier wissen, wer SAP bereits in seinem Unternehmen verwendet, der weiß das bereits. Also alles hängt irgendwie an dieser Software dran. Und da ist es relativ schwierig, hier zu einem Konkurrenten zu wechseln, ohne den kompletten Produktions- bzw. den kompletten Betrieb hier mal zwischenzeitlich ja, in Schieflage bringen zu können. Also da steht alles, wenn hier die SAP-Software nicht funktioniert. Also das sind eben diese hohen Wechselkosten, davon spricht man, die eben dafür sprechen, dass SAP hier tatsächlich über einen Burggraben verfügt. Ein anderes Thema, ja, Margen und Bilanz habe ich auch kurz genannt, auch hier nochmal mitgebracht. Eine andere Plattform, marketscreener.com, wer meine Videos öfters ja, mit ansieht, der kennt die Seite wahrscheinlich schon. Also marketscreener.com, eine schöne Seite, um sich hier über Aktien zu informieren und eine schöne Möglichkeit, sich über Aktien zu informieren. Die hat ihr auch, wenn ihr regelmäßig hier bei unserem YouTube-Kanal vorbeischaut. Also gerne den Abo-Knopf betätigen, Like da lassen und alles, was dem YouTube-Algorithmus sonst so schmeckt, damit ihr auch zukünftig keine Videos mehr verpasst. Und eine stabile Bilanz, ja, wie seht ihr auf den ersten Blick, ob die Bilanz stabil ist oder nicht? Kleiner Lifehack sozusagen, schaut hier einfach auf diese beiden Punkte. Das erste ist hier der Marktwert oder die Marktkapitalisierung, also was ist das Unternehmen an der Börse wert? Und das zweite Thema ist der Unternehmenswert oder auf Englisch auch Enterprise Value. Und es funktioniert so hier, dieser Enterprise Value, das ist das Ergebnis der Marktkapitalisierung plus die Nettoverschuldung eines Unternehmens. Das würde dann bedeuten, wenn wir es hier
zu tun haben mit einem Unternehmen, das unterm Strich einen geringeren Unternehmenswert bzw. einen geringeren Enterprise Value hat als der Marktwert, ja, das würde unterm Strich bedeuten, dass das Unternehmen netto schuldenfrei ist. Also hier bei SAP sind es, ich rund mal knapp 3 Milliarden Euro, die SAP, wenn man die ganzen Schulden abzieht in der Bilanz, die SAP netto auf der hohen Kante liegen hat. Also, das ist mal ein Thema, ja, stabile Bilanz und netto schuldenfrei, also der Punkt der Qualität hier in Sachen Bilanz, der ist bei SAP hier schon mal gegeben. Natürlich, da gibt es noch viele weitere Punkte, die man hier beachten muss, aber ich sage mal, ein Schnellcheck, den kann man hier bereits machen, indem man hier den Marktwert mit dem Enterprise Value ins Verhältnis setzt. Ein anderer Punkt ist auch ganz wichtig und das sind die Margen und wir sollten es immer mit Unternehmen zu tun haben, die ordentliche Margen haben und hier sehen wir es auch bereits bei SAP, ja, hier haben wir eine Nettomarge von knapp 11%, das ist durchaus ordentlich, eben auch wenn man bedenkt, dass kein Kunde es sich so leicht machen kann, hier mal von SAP zu wechseln, beziehungsweise selbst in Krisen sollte SAP ordentliche Profite schreiben, weil eben auch in Unternehmen, egal ob Krise oder nicht, die müssen hier diese Software-Lizenzen fortlaufend weiter verlängern, damit eben der Betrieb nicht komplett stillsteht. Und das ist eben auch ein wichtiger Punkt, der hier aus Qualitätssicht für SAP hier im Beispiel spricht. Also ihr habt es gesehen, diese Regel Nummer 1, nur Qualität kaufen, da bekommt ihr im Internet relativ schöne Möglichkeiten, um hier mal diese wichtigen Faktoren abzuchecken. Die nächste Regel, die bedeutet oder die lautet, steigt sukzessive ein. Also nehmen wir mal an, ihr habt es mit einem schönen Qualitätsunternehmen zu tun, ihr habt da tatsächlich was gefunden, beziehungsweise ihr habt eine Aktie, bei der ihr immer schon mal einsteigen wolltet bei einem schönen Qualitätsunternehmen. Ja, da setzt nicht alles sofort auf eine Karte und investiert nicht bereits das komplette, den kompletten Betrag, den ihr hier anlegen wollt, sofort, sondern steigt hier sukzessive ein. Das könnt ihr beispielsweise mit Aktiensparplänen machen, da bieten ja Online-Broker schöne Möglichkeiten an. Ihr könnt das Ganze aber auch, händisch machen und das Ganze auf 2 bis 4 Tranchen aufteilen eure Investitionssumme. Ja, damit haltet ihr auch immer trockenes Pulver vorrätig, falls die Aktie tatsächlich vielleicht noch mal ein Stück weiter zurücksetzt. Ja, da habt ihr immer noch ein bisschen trockenes Pulver in der Hinterhand. Ja, und könnt hier investieren, wenn es tatsächlich mit einer Aktie noch ein Stück weit nach unten geht und könnt dann dementsprechend auch günstiger einkaufen. Also ihr sollt bei eurer Investitionssumme nie alles auf eine Karte setzen und sofort den kompletten gewünschten Betrag investieren. So geht es auch allgemein gesprochen. Setzt nie alles auf eine Karte und beispielsweise setzt niemals euer gesamtes Aktienkapital oder für Aktienkäufe verfügbare Kapital in 2 einzige Aktien, selbst wenn die Chancen bahnbrechend wirken. Selbst wenn ihr sagt, nee, das ist es, da habe ich tatsächlich eine Perle gefunden. Nee, macht das nicht, investiert hier nicht euer ganzes Vermögen in 1, 2, vielleicht 3 Aktien. Ja, ich weiß, Warren Buffett und andere große Investoren, die investieren in der Regel. Jetzt klingelt mein Handy nochmal. Jetzt ist es lautlos. So, ich weiß, Warren Buffett, ich blende es hier auch mal kurz im Bild ein, der investiert große Summen, einen Großteil seines Portfolios, beispielsweise aktuell in die Aktie von Apple. Ja, okay, meinetwegen, da habe ich ja im Grunde die Ausnahme der Regel, aber tendenziell unser Eins, die sollten sich tatsächlich ein Depot anlegen mit, ich sage mal, zwischen 15 und 20 Aktien, also teilt euer Kapital ein bisschen auf verschiedene Unternehmen ein. Ja, damit schlaft ihr auch in der Nacht besser, denn wenn ihr hier alles auf eine Karte setzt, ja natürlich, die Chance ist höher, wenn ihr hier tatsächlich eine extrem stark performende Aktie reinkauft. Nehmen wir mal an, ihr habt Nvidia und da setzt alles komplett auf die Aktie, ja, dann hättet ihr einen riesen Profit gemacht, aber auf der anderen Seite ist auch der sogenannte Risk of Ruin dementsprechend hoch, also wenn ihr das Pech habt und hier bei dieser einzelnen Aktie oder bei diesen 3 Aktien es sich zweimal um eine Niete handeln sollte, ja, dann wird es tendenziell ein bisschen schwierig, auch diese Verluste dementsprechend auch wieder aufzuholen. Regel Nummer 4, und die ist jetzt ganz wichtig, auch für euren langfristigen Anlageerfolg, um eure Performance auch maximal hoch zu pushen, kauft bei Crashs nach. Ja, das klingt einfach, ja, das nimmt sich auch jeder Anleger vor. Ja, ich kaufe einfach nach, wenn die Kurse fallen, aber tatsächlich
Die meisten, die schaffen das dann tatsächlich nicht, wenn die Kurse tatsächlich mal nach unten wegrauchen. Denn ja, unterm Strich, es ist einfach so, wir sind Menschen, wir sind und bleiben Menschen, wir sind emotional getrieben und gerade wenn wir es mit einem Crash zu tun haben, der hat meistens auch einen guten Grund und da gibt es auch fundamentale Gründe, warum es aktuell ein bisschen schwierig aussieht und in der Regel die meisten Anleger trauen sich dann nicht genau dann auch die Aktien zu kaufen. In der Regel würde ich euch da empfehlen, setzt euch Kursalarme, an denen ihr tatsächlich die Aktien kaufen möchtet, schreibt euch auch ein Blatt Papier auf und ja, unterschreibt das Blatt Papier, also macht im Grunde einen Vertrag mit euch selbst. Das klingt ein bisschen banal, das Ganze, oder ein bisschen lächerlich, aber tatsächlich tendenziell haltet ihr euch dann auch an eure Vorgaben, wenn ihr das ein bisschen, ja, ich sag mal, ja, fast schon vertraglich aufsetzt. Kauft beispielsweise nach bei Erreichen der 50-Wochen-Linie, der 200-Wochen-Linie oder allgemein gleitenden Durchschnitten. Ich habe hier mal als Beispiel habe ich hier mal mitgebracht die Aktie von Microsoft. Hier haben wir bei Cashkurs Trends beispielsweise nachgekauft, eben genau dann, als wir es mit einem Rückgang an diese besagte 200-Wochen-Linie zu tun bekommen haben. Also hier die gelbe Linie, das ist hier der 200-Wochen-Schnitt, den könnt ihr euch auch anzeigen lassen im Chartprogramm. Und ihr seht schon auch hier, ja, hier knapp an dieser 200-Wochen-Linie, da haben wir nachgekauft, beziehungsweise da haben wir erstmals eine Position bei Microsoft aufgekauft. Und ihr habt auch, oder ihr seht auch hier schön, diese 200-Wochen-Linie, die hat hier auch wunderschön als schönes Sprungbrett für die nächsten Kursanstiege fungiert. Ja, besteht hier eine Sicherheit, dass es auch ein nächstes Mal so laufen wird, dass eine Aktie wie Microsoft hier aufdroppt und sofort wieder beginnt zu steigen? Nein, natürlich nicht, aber ihr seid hier erst schon mal mit dem ersten Fuß in der Tür drin und da kommen wir im Grunde auch zum Tipp, den ich vorher kurz angesprochen habe. Ja, legt euch hier ein Kapital bereit für Trancheneinstiege und investiert hier sukzessive bei weiterer Schwäche oder eben auch, wenn der neue Aufwärtstrend bestätigt wurde. Und noch ein Bonustipp zu Regel Nummer 4, kauft bei Crashs nach, legt euch eine Liste an mit euren Wunschaktien, die ihr immer schon mal in eurem Depot haben wolltet, die euch aber aktuell leider zu teuer sind, legt euch so eine Liste an. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, sich das auch online anzulegen. Stock 3, ich nutze beispielsweise diese Seite und lege mir hier eine Watchlist an mit diesen Unternehmen und schaue mir auch hier immer wieder mal die ganze Liste durch und hin und wieder gibt es doch mal deutliche Rücksetzer bei der einen oder anderen Aktie. Ja, dann verpasst ihr auch zukünftig keine dieser Chancen mehr hier zu investieren. So, 4 Regeln oder 4 Must-Dos haben wir schon durch. Kommen wir jetzt zum finalen Thema und das heißt, bleib investiert. Also im Grunde bleibt hier investiert, auch wenn es mal medial nach, keine Ahnung, nach dem schlimmsten aller schlimmen Dingen aussieht, nach Wirtschaftskrisen, nach möglichen Kriegen, was weiß ich, was alles noch möglich ist. Aber lasst euch hier nicht aus dem Markt rausdrängen. Das ist extrem wichtig. Ich weiß, das kann man so mal einfach daher sagen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir Menschen eben durch die Tatsache, dass wir mental getrieben sind, dass wir emotional getrieben sind, dass wir einfach hier ja, schnell mal Angst bekommen, wenn mal der Markt nach unten rauscht, 20-30% und mehr verliert. Und dazu habe ich euch mal diese Grafik mitgebracht, die habe ich mir von Christian Röhl ausgeliehen. Und zwar handelt es sich hier um eine Grafik, die schön aufzeigt, wie viele Krisen wir schon in der Vergangenheit gesehen haben. Und unterm Strich, der Markt ist langfristig halt trotzdem weiter gestiegen. Also hier Finanzkrisen, Irakkrieg, was hatten wir denn alles? Schuldenkrisen, Einmarsch der Russen in Afghanistan, Ölkrise 1, Ölkrise 2. Aber ihr seht, unterm Strich, die Märkte, die sind halt trotzdem langfristig immer weiter gestiegen. Ja, kurzfristig, es kann mal ruppig werden, aber langfristig ist der beste Platz, um euer Vermögen anzulegen, meiner Meinung nach immer noch der Aktienmarkt. Und wenn ihr diese 5 Regeln befolgt, ja genau, dann solltet ihr auch langfristig schöne Performance mit euren Aktiendepots hinlegen können. Also in diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg bei euren nächsten Aktieninvestments. Macht's gut, bis zum nächsten Video, euer Christopher Menzel und tschüss.